Hallo alle zusammen, ich habe den lebenlangen Stabmixer, den möchte ich kurz vorstellen. Fangen wir unten an. Wir haben hier die beiden Schneidmesser aus Metall und dieses Metalldesign setzt sich hier fort. Dieser ganze untere Aufsatz ist aus Metall, den kann man hier leicht abmachen und kann man genauso leicht auch wieder ranstecken. Hält dann fest, geht nicht einfach so ab. Dieses Metalldesign setzt sich hier fort. Ja, das ist auch noch Metall. Hier oben das Schwarze ist Plastik und ich glaube auch, das hier ist aus Plastik, genau wie die Knöpfe. Aber insgesamt ein schönes Design und wirkt sehr schwer, sehr robust. Also kein Vergleich mit meinem Stabmixer vom Discounter, was man jetzt hier zumindest von der Optik und auch vom Gewicht her sagen kann. Wir haben hier den normalen Modus. Ja, die Knöpfe sind schön leichtgängig und den Turbo-Modus. Also das ist sehr schön gelöst. Und hier oben haben wir die Möglichkeit, das Ganze von der Stärke her, ich sag mal, fast stufenlos zu verstellen. Das Einzige, das Ganze wird per Steckdose angesteckt. Hier wäre es vielleicht schöner gewesen, wenn man einen Akku drin gehabt hätte, und dann wäre es wahrscheinlich noch deutlich teurer geworden.